Oh shit, here we go again. Ja, lang ist es her. Sehr lang. Fucking lang ist es her. By the way, MiCor war meine damalige Zeit. Jetzt, 2020, ist es wieder soweit. Ich bin in Mädchen 2 eingestiegen. Und wie ihr wahrscheinlich auch am Titel seht, wir gucken einfach mal, macht Sinn, noch einzusteigen? Oder was hat sich verändert? Ich will das gar nicht so krass ausufern lassen. Ich wollte euch, glaube ich, in dem Video einfach nur mal zeigen, was habe ich nach 11 Tagen. 11, glaube ich, sind es. Mathe ist da. Nach 11 Tagen zocken, beziehungsweise 10, ja, der erste Tag war nur zum Reingucken und überlegen, so, hast du wirklich Bock drauf? Ja, wie ihr sehen könnt, ich hatte irgendwie Bock. Und wir gehen einfach mal kurz durch, wie mein Equipment so ausschaut. Ich wollte nämlich noch so ein paar Farmvideos machen. Allgemein so dann und wann mal ein Video raushauen. Und ich glaube, dann ist es ganz cool, wenn ihr wisst, auf welchem Stand ich denn überhaupt bin. Also, ich habe jetzt ein bisschen gezockt. Und es ist was ganz Gutes dabei rausgekommen, würde ich sagen. Also so erste 10 Tage Schnitt. Kann man nicht meckern. Bambushautschuhe plus 9. Ohne natürlich. Wer kann sich's leisten? Ja, wer kann sich's leisten? Sub plus 9, übel krass. Also ich habe mir mit meinen Fernies, habe ich mir die ganzen Subs rausgezogen und habe die einfach alle beim Juwelier hochgezogen. Und tatsächlich hat es halt dann 1 geschafft durchzukommen, was aber glaube ich gar kein schlechter Schnitt ist. Und ich habe halt jetzt halt auf jeden Fall ein Sub plus 9. Ja, auch der erste Boni drin, den habe ich hinzugefügt, da war nämlich so ein kleines Event, dachte mir, hör Digga, was liegt denn jetzt da auf dem Boden? Habe ich halt genommen, draufgezogen, perfekt. Ja, dann ist Crab, brauchen wir nicht drüber reden. Die gingen mir plus 7, auch ganz cool. Da habe ich sogar hier irgendwo den abversucht. Da dachte ich mir, komm, also ein Schlachti ist halt so ein Schild, kannst du überall verwenden, kannst du immer brauchen. Hat nicht wirklich so die Beeinträchtigung für Geschwindigkeit, ziehst ja plus 9, Digga. Habe ich dann gemacht, da ging tatsächlich 1. Gut, dann weiter. Der blutige Helm plus 8, ja, auch alles selbst geerbt, selbst erfahren. Ja, wir haben ja mittlerweile hier über Autojagd die Möglichkeit, einfach unsere Fernies rumschießen zu lassen. Ich stand dann immer mit einer Charmy, die ich nebenbei noch mitgezogen habe, einfach nebendran. Habe immer so wieder das Zeug ein bisschen eingesammelt. Da kommt gut was bei rum. Ja, da kommt richtig gut was bei rum. Ja, und dann, jetzt kommen die zwei Sachen, die sind ein bisschen teurer und die habe ich, glaube ich, nur durch Events und Videos, also Tipps und Tricks Videos geschafft in der kurzen Zeit zu bekommen. Und zwar einmal der hier. Ist saftig, also die Glockendev, die versteht man jetzt bei den Bonis nicht, aber Max TP geht gut hoch, ja, TP Absorb, MP Absorb, Pfeilverteidigung, ja, vor allem, weil ich jetzt ja am Anfang erstmal Map 2 farmen wollte mit den Bogis, ideal, wirklich ideal. Hab auch noch vor, irgendwann mir die Lederstiefel vielleicht hochzuziehen, vielleicht zu kaufen, muss ich noch schauen, wie ich da einnehme. Da kommen die Young-Verkäufer, mein Gott. Wir hatten den schon wieder rausgelassen. Ja, das ist, wer es von damals noch kennt, still a problem, aber gut. Ja, die ist schon ziemlich krass. Hass plus 4 drin, Ausweichen plus 4. Wenn ihr jetzt halt mit einem 120er Char mal denkt auf YouTube, mal gucken, wer so hier am Start ist noch und mich seht, der sagt, yo, die ist schon krass, ne? Dann bedenkt, ich bin erst seit kurzem wieder eingestiegen. Ich würde sagen, ich bin jetzt auf dem Stand, wobei, ich glaube, früher war ich noch einen Ticken besser, da hatte ich noch ein bisschen bessere Ausrüstung. Ich glaube, da war das hier eine 42er, plus 9 mit, waren da Bonis? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ja doch, sollte ungefähr der Stand sein, wo ich damals auch auf MiCor war. Finde ich ganz cool, habe ich jetzt. Es ist ja aktuell, oder ich erzähle es euch gleich einfach wie. Das Ding ist auch noch da. Da fehlt leider ein 5. Boni, deswegen war das Ding wahrscheinlich auch so günstig. Weil ich habe also echt nicht so viel dafür gezahlt. Da habe ich einen Schnapper gemacht. Normalerweise diesen DSS-Wert bekommst du so für 15, 17 Won, habe ich jetzt halt so das Gefühl. Wie gesagt, ich bin seit 10 Tagen dabei, ne? Aber ich glaube, die hat mich nur 8 gekostet. 8 Won waren es, glaube ich. So dachten, ja, komm, gönnst du dir einfach. Ja, da habe ich noch eine witzige Geschichte. Da werde ich auch gleich was einblenden zu. Und zwar, wenn ihr anfangt, fragt erstmal, ob euch irgendjemand Starthilfe geben kann. Das habe ich gemacht und ich hatte echt Glück tatsächlich. Mir hat dann jemand erstmal direkt
irgend so ein Ei gegeben, das konnte ich für 7 oder 8 KK verkaufen. Und das ist massivst viel. Das ist wirklich massivst viel für einen, der gerade reingejoint ist und keinen anderen Charakter hat, wo er noch irgendwie was herziehen kann. Dann, gut, habe ich mir ein paar Videos angeschaut und der Key war offensichtlich, sich Fernis zu machen. Und mit diesen Fernis auf Level 25, da kannst du diese Verlobungsring-Quest machen. Ich habe die jetzt gleich auf 40 gezogen. Hab dann auch meine Buff noch gehabt. Das heißt, 6 Verlobis, die sind alle so 35 KK wert. Und wir haben das Okay-Event noch am Start. Da bekommt man hier so Karten. Da kann ich mal ein eigenes Video noch zu machen. Und ich hatte da... Naja, also ich habe mir da auch das ein oder andere Video angeschaut. Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Und da gab es den einen oder anderen wirklich hilfreichen Tipp, wie man da öfter mal Gold oder Silber rausbekommt. Wurde natürlich auch alles schon verkauft. Und es war noch, da habe ich ganz gut was bekommen, so Purpur-Ebenholz-Dinger. Ich habe die Sachen einfach, hey, was ist denn das? Und irgendjemand hat zu mir gesagt, ja, kannst du verkaufen, sind so 10 KK wert. Ich habe es dann natürlich für 15 KK verkauft. Ja, so kommt man tatsächlich für den Anfang ganz gut durch. Wenn die Events nicht mehr sind, dann würde das natürlich nicht so gut laufen. Ne, das ist klar. Dann würde es nicht so schnell laufen. Dann musst du halt, also das glaubt, dann wäre die einzige starke Einnahmequelle bei mir aktuell die Fernis gewesen. Gut, ihr könnt auch hier sehen, ich habe ein Pferd. Das ist jetzt gerade, ja, ein Pferd. Und ich muss morgen noch die KGQ machen, dann habe ich das Ding auch erledigt. Also ich habe gerade hier mein Pferd auf 9, das ist ganz nice. KGQ wird nochmal ein richtiger Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, ob ich ein Video mache oder nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube fast nicht. KGQ ist ja mittlerweile schon so ein Study-Ding geworden. Ja. OZs habe ich mir auch ein paar besorgt. Die gebe ich immer Stück für Stück ab. Da gucke ich halt natürlich auf dem Markt, wo die billigsten sind. Da kaufe ich nicht einfach irgendwo eine 10er oder 20er Stange und probiere dann mein Glück, sondern ich habe halt da auf billigere Preise gesetzt. Bin in den letzten Tagen auch häufiger mal über den Markt gelaufen und habe geschaut, wo was wie zu holen ist. Ja, Fähigkeiten sind noch nicht so ausgebaut, können wir mal gucken. Geht nicht, okay. Ja, das hier ist die witzige Geschichte. Ich habe ein Eisenhelm plus 9 geschenkt bekommen. Ja, also Leute, es gibt nette Spieler im Medien, wirklich. Es gibt nette Spieler, obwohl er mich dann erstmal richtig nice geroastet hat. Also, kein Scheiß. Ich dachte mir so, oh, willst du jemanden grüßen? Wie schaut's aus, wenn du schon so nett bist und mir so ein Eisenhelm gibst? Und dann kommt einfach diese Antwort und ich denke mir so, auf jeden Fall würde ich sagen, man kommt ganz gut zurecht mittlerweile in Metin. Also der Anfang ist nice, zumindest solange das Event ist. Sonst ist, glaube ich, ein bisschen happiger. Das heißt, wenn ihr das wieder seht, versucht so schnell wie möglich anzufangen, wenn ihr denn anfangen wollt. Ja, ich versuche jetzt einfach das ein oder andere Video noch zu machen bezüglich Farmen. Ich schaue mal, was auf 35 geht, versuche mal die verschiedensten Spots aus. Und wenn ich da durch bin und meinen, dass ich genug Equipment habe, können wir auch gern nochmal ein paar Levels draufhauen und mal schauen, wie da so die Farm-Spots sind. Also ich klapper das einfach mal ab. Das ist so ein bisschen so eine Forschung. Wie viel machst du da, wie viel machst du da, wie viel machst du da? Also das, so habe ich das auf jeden Fall vor zu machen. Ja, und natürlich nebenbei ist ganz klar, das ganze Zeug, was ich mir erfarm für die Videos, das ist halt perfekt zum Reinvestieren für die nächsten Videos dann wieder. Ich glaube, das wäre so meine kleine Vorstellung gewesen. Seid gespannt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!